Hallo Freunde, hier ist wieder euer Alex. Und ich bin heute nicht alleine, denn ich bin zu Besuch bei der Firma Endres und ich werde zusammen mit Benny spannende Fragen über den Stromerzeuger klären. In diesem Video schauen wir uns das Betankungsset an. Und vorher hole ich aber noch einen Radsatz, um den auch noch schnell zu zeigen, um die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Ja, das sieht ja praktisch aus. Ja, absolut. Und vor allem auch personalsparend. Und ja, auch deutlich rückenschonender. So brauchst du ja 4 Mann, um das Gerät, wenn der Einsatz weiter weg stattfindet, dorthin zu bekommen. Ja. So brauchst du nur 4 Mann, um das Gerät auf den Radsatz zu bringen. Und den dann dementsprechend kannst du den alleine oder zu zweit dementsprechend nach vorne bringen. Ja, das ist praktisch und rückenschonend. Und es wird nicht viel Personal gebunden. Perfekt. Absolut. In dieser Zeit können die 3 anderen Mann die Beleuchtung oder Kabeltrommeln nachführen. Und der Aufbau findet deutlich zackiger statt. Ja. Ja, Benni, du sagtest eben, du nimmst den Stromerzeuger und die anderen bringen noch die Leitungsroller mit, die Verbraucher mit. Aber was ist denn gerade bei länger andauernden Einsätzen noch ganz wichtig? Ja, was natürlich noch ganz wichtig ist, ich muss natürlich mir Gedanken machen über meinen Tank- und Kraftstoffverbrauch. Und je nachdem, was ich auch an Leistung abnehme, braucht der Stromerzeuger mehr oder weniger Kraftstoff. Und wenn ich nicht genau feststellen und definieren kann, wie lange der Einsatz dauert, dann hilft mir da das Betankungsset ganz gut, das ich euch auch gleich zeigen will. Mhm. Und hier ist es auch so, dass ich im ersten Step natürlich den Eigentank nutze, sollte mir den aber als Puffer aufheben und dann mit dem Betankungsset arbeiten, weil, wie wir auch wissen, nach DGUV ist es ja nicht erlaubt, während des laufenden Betriebs zu tanken. Gut, du hast das Betankungsset jetzt geholt. Woraus besteht das denn überhaupt und wie schließt man das richtig an? Also zum einen natürlich aus einem 20 Liter Kraftstoffkanister und den Anschlussschlauch. Beides natürlich genormt. Der Anschlussschlauch hat auf der einen Seite einen Filter, dass eventuelle Schmutzteilchen, die im Kanister drin sein könnten, da nicht mit angesaugt werden können. Den Verriegeler für oben am Verschluss oben und natürlich auf der Gegenseite den Bajonettverschluss, um das Ganze vorne anzuschließen. Mhm. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn noch Fragen offen sind, stellt diese gerne in die Kommentare. Und folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, die wir unten dementsprechend verlinkt haben.